Nun denn, also jetzt dann legen wir richtig los. Willkommen zurück bei Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Ich darf wieder auf Captain Crash sein. Freue mich sehr. Ihr seid da oben, hallo. Beim letzten Mal haben wir ja wieder so ein bisschen alles Nebenkram gemacht, Nebenmission. Wir waren Duellkerker, sehr erfolgreich bis Level 50, haben dort den Wunderbeutel gefunden, mit dem wir jetzt 20 Items tragen können. Und ansonsten auch noch ein paar Sternsplitter gesammelt für einen Orden und die Nebenjobs gemacht und sind meines Erachtens eigentlich jetzt ready für den Start in Kapitel 3. Genau, Luigi's Geschmied haben wir uns angehört. Kurzen Überblick. Barblüte haben wir neu, genau. Den wollte ich noch gucken, ob wir den nicht irgendwie reinkriegen. Nicht wahr? Drei Pünktchen kostet der Gute. Er hat ein P, aber da fehlt uns noch einer. Ah ne, 4 kostet der, ne? Für sich mir Feuerschlag. Wir müssen so 2 ausziehen. Zapper finde ich doch überraschenderweise ganz cool. Blütenplus finde ich irgendwie auch ganz. Aber nehmen wir mal Blütenplus aus. Herzlein P aus. Dann machen wir Farblüte P an. Dann wo ist denn hier wieder der, wo wir gucken, cool bleiben, ne? Machen wir den erstmal wieder an, um ein bisschen noch weiter zu lernen, wann wir denn drücken müssen. Jo. Ja. Nein, das war die Falschtaste. Handy lautlos. Auch wichtig. Und Tür nutzen. So, jetzt haben wir. Jetzt sind wir ready to go. Ich habe nicht geguckt. Vielleicht steht wieder auf, Mann. Ich bin wieder richtig. So, da ist der Chat. Wunderbar. Da ist die Aufnahme. Da ist das Spiel. Wir spielen. Wir haben ein Bubi-Ei, Bubu-Ei, was wir noch hier bei der guten Raclette-Tee bearbeiten können. Ja, aber Puberblatt. Du hast Bock, sehr gut. Und aus einem Bubu-Ei wird ein Bratei. Wer hätte damit gerechnet? 10 KP. Was hat das Bubu-Ei vorher gebracht? Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ich glaube 5 KP. Ne? Scheiße. Und ein Kuba-Blatt. Machen wir jetzt einen Kuba-Tee. Ja. Und dann machen wir noch einen normalen Pilz zum Bratpilzen. Pilz machen wir mal her. Ja. Da kein Sirup mehr, ne? Außer den Tropfsirup. Naja. Können wir an den Items überhaupt was ändern? Ich hätte ganz gerne ja eigentlich noch einen Lebenspilz, den glaube ich vielleicht verkaufen. Wir haben ja gerade ein bisschen Kohle und bei 999 ist eh Schluss, also. Warum bist du so traurig? Nein, ich wäre beinahe in die Gulli gefallen. Oh Mann, ich hatte Angst. Ich kann mir gut vorstellen, wo man da rauskommt. Brrr.
Und natürlich müssen wir mal unsere Losnummer überprüfen. Und damit gewinnen wir doch einen Lebenspilz, ne? Oder einen Tropfpilz. Das ist ein Trostpreis. Wir haben wieder einen Trostpreis. Nee, genau. Wunderbärchen, als ob es geplant wäre. War es nicht nebenbei. Hier habe ich auch nochmal nachgeguckt. Also man kann das Ganze ein bisschen pimpen über die Datumsanzeige der Switch. Weiß nicht, ob ich das irgendwann offscreen mache. Müssen wir mal gucken. Der Boss hat mir LAN anvertraut. Und wer sich hier daneben nimmt, landet ganz schnell vor der Tür gestanden. Genau, wir wissen ja auf jeden Fall irgendwie, dass Palmos anscheinend in irgendeiner Weise hier wohl ein Ticket uns verschaffen kann. Kurz nochmal ins Journal geguckt, ich glaube Sternjuwelen, nee, nicht Notizen, Rezepte. Pilzmuffin. Lebenspilz oder Tropfpilz? Ah, ja. Aber wir haben noch ein paar. Okay, ich glaube, einen Trip in den Katakomben können wir gleich nochmal machen. Stimmt, ich glaube, das wollte ich beim letzten Mal machen, ne? Genau, wir haben einen Mitgliedskarte bekommen. Wir werden das Spiel vorbereiten, dass du mit dieser Karte spielen kannst. So, dann wollte ich einmal den Mario Marathon starten. Okay, also wir müssen. Ich hab gleich vorgelegt. Bitte schön hier entlang. Genau, wir laufen jetzt ein Parcours lang und im Hintergrund gibt's Ventilatoren und wenn die anfangen zu pusten, müssen wir uns halt mal auf die Kante stellen. Damit wir nicht weggepustet werden. Und dabei am besten noch Palmas sammeln. So. Leben ist natürlich immer langsamer wird, wenn man. Das war ja unpraktisch. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, wegen der ganzen laufende Manny Silenska. Position 20. Okay, warte mal. Für die Zeit haben wir 13 bekommen. Für die Position haben wir 4 bekommen und gewinnen. Achso, das sind die, die wir unterwegs gesammelt haben, ja? Damit haben wir 29 raus. Okay, wir haben 20, 10 haben wir verloren. Ja, wir haben 9 Gewinn gemacht. Hätten 9-10 sein können. Neuer Rekord. Ja, also aktuell müssen wir noch nicht großartig Palmas dingsen, aber bisher, also das ist eine Methode. Müssen wir später eh nochmal testen, welches Spiel wir denn am besten beherrschen, beziehungsweise wo man am meisten rauskriegt. Und zwar im Idealfall immer. Aber dazu später. So, wo wohnt denn jetzt hier der Palmaboss? Ich meine, wir hätten es schon gesehen, ne?
Ich hab nur leider keine Ahnung mehr, wo. Ah, warte mal. Nee, da ist. Boom, boom, boom. Boom, shake the room. Da ist verschlossen. Dann stehe ich doch tatsächlich gerade etwas auf dem Klo. Es muss einen Weg geben, El Palmone zu treffen. Wollen wir im Westend auf weitere Informationen suchen? Ja, hier sind wir im Westend. Nach weiteren Informationen. Ja, fahren wir hier nach. Ne? El Palmone? Normale Leute wie ich kriegen den Boss nie zu Gesicht. Ist vielleicht auch besser so. Wer weiß, was der mit mir machen würde. Wenn du ihn unbedingt treffen willst, solltest du Moluski in Ostend fragen. Der weiß bestimmt, wie man das bewerkstelligen kann. Ah. Oh, warte mal. Habe ich da was gesehen? Aha. Aha. Ein wachsames Auge. Ich glaube, ich habe in der letzten Aufnahme schon immer festgestellt, dass wir öfters hinter Sachen laufen müssen, ne? Immer Sachen, die man von vorne nicht unbedingt erkennen kommt, dahinter was liegt, auf jeden Fall immer einmal umrunden. Für etwaige Sternsplitter oder andere Sachen. Moluski. Reicht das hier über die Brücke zu gehen oder? Doch, hier ist der, ne? Nee. Nein, ich hab halt irgendwie. Vielleicht. Dieb im Kopf. Sag mal. Wie kommen wir denn jetzt hier zum Moluski? Da durch? Hier durch. Quetsch. So, da ist einmal nämlich Klopp-Center von hinten. Aha. Was soll das? Du kannst doch hier einfach in das Versteck des Gangsters Moluski eindringen. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Hä? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurken El Palmone kommt? Wegen diesem Kerl bringen anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas. Probierst du das? Sogar von uns verlangt dieser El Palmone gnadenloses Schutzgeld. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut, das kostet dich 64 Münzen. Kein einziger weniger. Geheime Informationen sind eine tolle Angelegenheit. Nö. Was soll das? Jetzt wird's plötzlich nicht mehr? Na gut, soll mir recht sein. Du wirst schon wiederkommen, wenn du etwas willst. Okay, dann kommen wir doch nicht. Wir kommen an die 64 Münzen nicht vorbei. Gott sei Dank haben wir gerade ein kleines Polster. Bist du sicher? Ja. Na gut, die 64 Münzen hast du ja brav bezahlt. Also hör gut zu. Kauf im Laden neben der Spielhalle einen Trockenpilz und einen Schwirrwarr. Ach ja. Achte auf die Reihenfolge. Kaufe erst den Trockenpilz und dann den Schwirrwarr. Dann fragt dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von El Palmone kommst. Alles klar? Der Mario? Der Paper Mario, meinst du? Ja, der ist schon was Drolliges, ne? Bin ich auch. So, ich habe die Sound Alerts nebenbei auch überarbeitet. Die müssten jetzt auch wieder funktionieren. Was nicht heißt, dass man jetzt direkt das auf Teufel komm raus abusen muss, aber die Möglichkeit ist da. Ich habe auch Careless Whisper habe ich entfernt, weil das mir immer einen Strike gegeben hat, wenn der abgespielt wurde. Ich hoffe, dass mit den anderen Sounds jetzt weniger.
Wobei ich einen neuen eingefügt habe, da weiß ich wieder nicht, wie das aussieht. Das könnte dann auch Probleme geben, aber naja. Also, wir gehen in den Laden. Ein Trockenpilz, ein Schwirrwarr. 14 Münzen? Da sind wir schon 78 Münzen hier am Ausgeben, damit wir irgendwie weiterkommen. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Oh, das war die falsche Frage. Also noch einmal. Welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Okay. Das Passwort stimmt. Dann bist du ein Bekannter von Elpermon. Ich habe die Tür für dich geöffnet, bitteschön. Das ist Faustelli, einer der Schläger der Pamon-Familie. Er und sein Partner Schlagani sind fast wie Brüder. Sie haben Respekt vor ihrem Boss und führen jeden Befehl und zögern sofort aus. Hey, du bist ein Büro der Pamon-Familie. Also zeig gefälligst ein wenig Respekt, verstanden? Das ist Schlagani, einer der Schläger der Pamoni-Familie. Er und sein Partner Faustelli sind fast wie Brüder. Auch gefährliche Aufträge führen die beiden präzise und furchtlos aus. Verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Was willst du? Ich habe schlechte Laune. Ein falsches Wort und du kannst was erleben. Was? Du willst ein Flugticket? Ganz schön mutig, ausgerichtet Elpermon mit so einer Lappalie zu belästigen. Küss meinen Ring. Du bleibst den Boss? Die schmeiß ich hoch und raus. Hey du, du willst doch prügeln? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Die Drachprügel kannst du nachher immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket? Was? Du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Und dafür musst du die Sternjuwelen suchen? Sternjuwelen? Sind das aber die, die in dieser Legende vom Schatz vorkommen? Sehr originell, diese Pappnasen glauben wohl an diese Lügenbärchen. Aber sicher, den Schatz gibt's wirklich. Ob es diesen Schatz gibt oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Also gut. Wenn du machst, was ich dir sage, bekommst du dein Flugticket. Und das wäre? Ganz einfach. Also, meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Entschuldigung. Ich habe Nacht irgendwie leicht einen Zug wegbekommen. Ich habe vielleicht Fenster aufgelassen über Nacht. War vielleicht die beste Idee. Wir sind gerade erst weg, sie müssen also noch irgendwo in der Stadt sein. Suche meine Tochter Palmina und diesen Nichtsnutz-Romanzo und bring sie hierher. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Um den Rest werde ich mich da kümmern. Hey Boss! Der kann doch nicht meine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden. Und den willst du mit sowas Wichtigem betrauen? Genau, du sollst es uns überlassen, deine Tochter zu finden. Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid, sie zu finden. Also haltet euch gefälligst aus meiner Scheidung raus. Entschuldigung, Boss. Der hätten wir besser unser Maul gehalten. Schön, wenn ihr das kapiert. So sieht's aus. Also findet die beiden. Und so sehen Palmina und Romanzo aus. Also dann, wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben. Ja, Mario Sunshine ist ja so ein bisschen schwierig, ne? Mochte ja nicht jeder. Auch ich finde, das ist für ein 3D-Mario nicht unbedingt das Geilste. Aber ich mochte, was ich sehr mochte an Mario Sunshine, war die Isla Delfino. Und wie sehr die Levels, also die ganzen Levels haben sich ja irgendwo auf dieser Insel abgespielt. Ich fand schön, dass das irgendwie, also es war keine Open World, aber man konnte ja sowieso, also es gab teilweise Luftaufnahmen, irgendwelche Karten, die man sehen konnte. Man konnte ja genau sehen, wo auf der Insel welches Level liegt. Das fand ich sehr cool und ich mochte die Kultur, die da so gepflegt wurde. Von den Palmas und den Paradiesos.
Und ich finde seitdem leider, finde ich es sehr schade, dass Palmas Paradieses relativ stiefmütterlich von Nintendo behandelt werden. Viel zu wenig Auftritte haben. Umso mehr habe ich mich damals gefreut, als die Palmas ja, hier in Paper Mario einen Auftritt hatten. Jetzt die Frage. Wo fand Mario Sunshine cool? Ich fand's halt auch nicht scheiße. Aber stellenweise, ich fand die Einbindung der Yoshis fand ich nicht so geil. Wirklich, wahrscheinlich müsstest du heute mal spielen. Du hast die 30-Year Anniversary, ne? Die Mario Galaxy, Mario, Mario 64 und Sunshine. Hast du die Retail? Vielleicht muss ich mir die mal ausleihen. Hat eigentlich nicht nochmal Bock auf Sunshine. So, einfach nochmal zum Reingucken und schauen. Und ich kann auch gerade nicht mit Sicherheit sagen, ob ich Mario Sunshine wirklich schon mal zu 100% mit allen Insignien durchgespielt habe. Vor allem die Hardcore-Abschnitte, habe ich sie früher mal genannt. Diese, wo man dann wo man den Sauger verliert. Die haben es teilweise ja richtig in sich. Es gibt auch irgendwie eine Mod. Wo dann ohne die Spritze in der Super Mario Engine, Super Mario Sunshine Engine, halt so weitere Hardcore-Level gebaut wurden. Das ist auch ziemlich krass. Ach, du bist es. Hast du El Pamon getroffen? Sieht aus, als hätte er dich heil davonkommen lassen. Hadahadada. Ja, aber ich, Schade. Und ja, den Sternsplitter oben auf dem Dach sehe ich. Boah. Wer könnte denn eine Ahnung haben? Ich habe keinen Bock, zu mir lieblich zu gehen. Eigentlich. Wo könnten die beiden sich denn verstecken? Bei dir kann ich immer an. Oh, ich weiß, dieser Cowboy-Puppe getan hat, dafür, dass dieses Kopfgeld auf den ausgesetzt ist. Ja, das wissen wir doch auch schon. Die werden aber nicht einfach nur am Hafen rumstehen, ne? Oh, ist der Mauserich wieder da? Hallo Mario! Dank deiner Großzügigkeit konnte ich alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Ich spreche bald auf. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Oh, scheiße, ich habe mit dir gesprochen. Wir haben viel zu viel Geld.
Okay, krass. Ich hatte so eine leichte eingeben, aber ich dachte, das wäre vielleicht. Käme er später in einem Kapitel. Palmina, die Tochter von El Pamon, ein wirklich couragiertes Mädchen. Wenn sie lieben, sind Frauen eben sehr leidenschaftlich und direkt. Ob ich mir an ihr wohl ein Beispiel nehmen sollte? Romanzo, Palminas Geliebter. Offensichtlich der designierte Nachfolger von El Pamon. Also wird er der Boss, wenn El Pamon in den Ruhestand geht. Auf mich wirkt er ein wenig kraftlos. Oder liegt es daran, dass er so verknallt ist? Na du, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich, um uns zurückzuholen? Was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palmina, vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall, Romanzo. Du weißt genau, was da mit uns geschieht. Wenn wir ihm alles erklären, wird er uns sicher verstehen, Palmina. Romanzo, soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich liebe ich dich, mehr als alles auf der Welt. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende dieser Welt. Aber Palmina, wir sind entdeckt worden, Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir, echte Liebe überwindet jedes Hindernis. Meine Liebe ist grenzenlos, niemand wird mich daran hindern, eine Frau zu werden. Ich bitte dich. Wirst du meinem Vater sagen, du hast uns nicht gefunden? Was soll ich sagen, Leute? Die Liebe siegt immer. Ich bin Romantiker. Wirst du meinem Vater sagen, du hast uns nicht gefunden? Ja, ich habe euch nicht gefunden, ne? Frank, du bist ein echter Kavalier. Und jetzt, Mario, wir sollten zu El Pamon gehen und ihm berichten. Ich mache mir nur Sorgen. Was ist, wenn er uns dann noch bestrafen will? Ja, süß, ne? So, flott wieder zurück. Na, geht schon, ne? Das Vorlesen wird heute richtig gut. Meine Stimme ist jetzt schon so leicht belegt. Jetzt muss ich noch nicht wieder die Items kaufen, ne? Ah, okay. Wenn man es nur einmal machen muss, dann geht's ja. Da bist du ja. Wie geht's aus? Du weißt, wo wir beiden aufhalten? Was? Du weißt immer noch nicht, wo sie sind? Und da wagst du es zurückzukommen? Willst du mich zum Narren halten oder was? Für diese Frechheit bekommst du deinen Lohn. Achte, Papa! Palmina! Boss, verzeih mir. Wo meinst du? Du wagst es noch mehr unter die Augen zu reden? Bitte tu ihm nichts, ich habe ihn dazu überredet zu fliehen. Und er war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du unbedingt jemand bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Papa. Boss. Hör auf mit dem Geschrei! Mina, es ist eine Schande, deine Tochter wie dich zu haben! Und du, Romanzo! Das ist also der Dank dafür, dass ich dich wie einen Sohn behandelt habe! Du hast mich zutiefst enttäuscht! Papa! Boss! Ich will euch beide nie wiedersehen! Verschwindet aus meinem Blickfeld. Das wolltet ihr doch sowieso, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten oder was auch immer. Papa. Nein, Boss.
Papa, danke, dass du uns das gestattest. Boss, ich mach deine Tochter glücklich. Versprochen. Schon ab. Palmina, alles Gute für euch beide. Hey, Romanzo, Glückwunsch, echt. Das geht doch nicht so ein Happy End. Wiedersehen, Papa. Und danke. Vielen, vielen Dank. Du bist hier immer noch da. Ach so. Naja, zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und ein Versprechen ist nur mein Versprechen. Du hast dein Flugticket. Borg machte für das Luftschiff nach Falkenheim. Verdammt, wie sie den angehimmelt hat. Hätte ich dich doch lieber gar nicht erst beauftragt. Wirklich. Da sage ich danke. Jedenfalls will ich dein blödes Gesicht nicht mehr sehen. Lass mich jetzt allein, ich muss nachdenken. Der Boss ist nur so, weil ihm die Sache peinlich ist. In Wahrheit ist er dir sehr dankbar. Man kann ja sagen, was man will, aber der Boss hat sich wirklich Sorgen gemacht.